Die Vogü. 400 Meter teils überhängender Kalk. Eine Route mit zwei Seillängen 11 minus, eine 10, eine 10 plus, eine 10 minus, zwei 9 plus und eine Seillänge 7 plus. Parameter, die von Laien nicht nachvollziehbar sind. Eine Tour, bei der nur noch die Bilder sprechen. Beat Kammerlander in der ersten Schlüsselstelle, bei einem weiteren Versuch, die Wand, die er als erster begangen und eingerichtet hat, Rotpunkt zu gehen. Das heißt, ohne Sturz, in einem durch. 1977 entstand der Begriff Rotpunktklettern erstmals, als der Deutsche Kurt Albert in der Fränkischen Schweiz seine freigekletterten Routen ohne Hakenhilfe mit einem roten Punkt markierte. Beat Kammerlander mitten in der ersten Schlüsselstelle der Vogue. Es gibt wahrscheinlich weltweit nur eine Handvoll Kletterer, wenn überhaupt, die bis hierher kommen, geschweige denn diesen Überhang bezwingen können. Die Tour ist so außergewöhnlich und anspruchsvoll, weil die Sicherungsabstände aufgrund der glatten Felsstruktur extrem weit voneinander entfernt sind und der Kletterer kaum Griffe findet. Beat Kammerlander in der zweiten Schlüsselstelle. Noch nie konnte er diesen Überhang durchgehend bezwingen. Die Kriterien? Schwierigkeitsgrad 10. Kaum fassbar, wenn man bedenkt, dass erst 1977 der siebte Grad im Wilden Kaiser von Helmut Kiene und Reinhard Karl eröffnet wurde. Kammerlander hat hier keine Rastpunkte. Stehenbleiben ist ausgeschlossen. Die wenigen Griffe müssen perfekt getroffen werden und nach dieser langen Strecke lässt die Kraft mehr und mehr nach. Auch diesmal scheitert der Vorarlberger. Einmal mehr hat ihn die Vogue abgeschüttelt. Der Traum von einer Rotpunktbegehung hat sich wieder in nichts aufgelöst. Das Schöne beim Klettern in einer solchen Wänden ist für mich eben das Zusammentreffen von Körper und Geist und Seele. Dieses Verschmelzen. Und wenn das passiert, dann ist das ein sehr großes Geschenk, das mich beim Klettern hält, immer noch.